tue ich jetzt hier keinen im Starterfeld direkt. Ah doch, da vorne steht einer. Jo, vorne links. Also doch ein Bossgegner. Darf man das Bossgegner nennen? Die Wesley? Hallo, Frames. Komm. Ey, komm, Frames, das ist gut, bitte. Ach nö, ey, das kann doch nicht sein. Warum leckt das denn immer auf dem Flughafen? Sind zu viel Bling-Bling-Licht, habe ich das Gefühl. Ja, das ist der Nissan da vorne, das ist der Bossgegner. Würde ich jetzt mal so schätzen. Ging leider nicht Auto fahren kann, aber ja. Naja, tut mir jetzt gerade leid, dass wir wieder so wenig Frames haben. Das ist, denke ich mal, einfach ein Flughafenproblem, was wir hier haben. Dass hier einfach viel zu viel Bling Bling ist und Fraps und Underground 2 sich überhaupt noch nicht verstehen. Naja, ach, ist das blöd. Ich finde es auch dumm. Ich spiele jetzt hier mit 15 Frames. Das ist nicht unbedingt das, was ich jetzt gerne hätte. Normal spielen wir mit was zu 30, also deswegen, da fehlen fast die Hälfte. Deswegen dauern die Rennen noch doppelt so lange. So ist gefühlt. Na, ich bin viel zu schnell reingegangen. Oh, bin ich blöd. Wenn jetzt auch jedes Mal, wenn ich die Aufnahmesession aufhöre, gucken, unsere Statistik ist und wie viel Prozent wir wieder heute geschafft haben. Wenn wir so einschätzen können, wie viel wir immer so gemacht haben pro Folge. Oder pro Session, sind ja mehrere Folgen, die ich aufnehme. In einer Session, wow! Noch geht der Abstand eigentlich und der Wesley ist jetzt nicht wirklich die harte Konkurrenz, wenn er wirklich einen Bossgegner darstellen soll. Würde mich jetzt nicht wundern, weil sonst wäre der sicher nicht so angekündigt worden. Naja. Ich kann gerade nicht sagen, weil ich keine Ahnung habe, worüber. Das ist doch echt so super. Super, klasse, so einfach phänomenal. Ja. Hallo, was soll ich denn mit... Boah, komm. Soll ich hier mit 50 ankommen, oder was? Sehr langweilig. Oh, komm, Frames, bitte, komm. Ein bisschen wie in der humane Höhe. Das ist ja echt gerade ekelhaft, weiß ich, mit wie vielen Frames ich hier spiele. Mann. Ah, das war zu zügig. Ja, das war viel zu zügig. Shit. Bam. Ich hasse Flughafen. Das ist so ekelhaft, diese Strecken. Man, die Sachen auch gar nicht fahren. Das ist blöd. Einzige Raststrecke in diesem Spiel. Die anderen sind alle geil. Nur den Flughafen ist echt zum Kotzen. Wenn ich mir die längeren Rennstrecken fahre, ich lieber, weil die kannst du eher so einem bestimmten Rennen, die dir anfahren, die sind nicht so scheiße enge Kurven und wenn, dann kann man sie trotzdem mit einem ganz guten Tempo durchbrettern. Weil die eben so ein bisschen dann steil sind, dass du wie so eine Steilkurve hat. Aber das sind ja hier echt Kurven, die sind ekelhaft. Fahre ich lieber in der Stadt die URL-Rennen. Ah, ging doch. Ich hab's schon gedacht. Cool, da hinten sieht man Bayview, das ist ja wie so ein bisschen Hollywood-Style gemacht, dieses Schild. Die Flughafen landen hier trotzdem neben, die denken sich einfach gar nichts dabei. Och, nehmen uns mit drin gefahren, ist ja Standard hier bei uns im Bayview auf dem Flughafen. Fuck. Ja, ich war wieder professionell. Ich möchte keine 300, 200, 300 Rufpunkte, 200, 300, 300, 200, 200, 100. Er bietet 100, gar nichts, okay, gar nichts, gut, gar nichts. Ist auch okay. Es ist eh ein Serienrennen, also Rennen werden jetzt nicht mehr in Einzelrennen abgehalten. Zumindest denke ich das nicht mehr. Ich finde, das sieht einfach so böse von vorne aus. Oh, so böse. 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 Ups, böse. Böse.
So, gut, genug böse. Noch mehr böse. 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 Die vier Buchstaben. B-Ö-S-E. Ja. Das reicht jetzt auch, glaube ich. Jetzt läuft das hier echt aufs falsche Niveau hinaus und ich kann das auch Kindergartenkindern zeigen und die lachen sich gerne ab. Vielleicht gucken das ja sogar viele Kindergartenkinder. Hallo, ich lerne euch heute das Lernen und Lesen. Fängt schon gut an. Es werden direkt alle Analphabeten, das ist super. So, das haben wir ja gut in die Tasche gesteckt, das Rennen mit 15 Frames per Second. So. Es muss jetzt auch meinetwegen nicht noch ein Rennen hinterherkommen. Es reicht doch, wenn es 1 bleibt. Nein, muss natürlich noch 1 hinterherkommen. Und die Frames gehen noch weiter in den Keller. Alter! Und bam, direkt wieder auf 15 runter. Wir hatten im Landesfilm gerade über 40. Naja, wollen wir mal. Müssen hier Stress machen mit Itro und ab. Ich wette, wir machen 3 rein. Ich wette es. Naja, Wesley wird unser Hauptkonkurrent sein, den wir hier kicken müssen. Na, ihr fahrt doch noch weiter rechts rüber, danke. Grenzt mich ab, ihr Rassisten. Nein, du kannst kein Auto fahren, Wesley. Komm, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Ich will ihn rumdrehen, ich will ihn rumdrehen, komm, 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 komm. Dann nicht. Ha, 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 ha. So, wer war nochmal unser Hauptkonkurrent? Ich hab den... Oh, das ist Wesley, oh. 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 Ja, das lässt die Sache schon wieder anders aussehen. Ich habe gedacht, Wesley wäre der 350Z. Naja, dann heißt unser Bossgegner irgendwie anders, der hat sowieso noch nichts drauf. Das ist gut zu wissen. Oh, gut, shit. Aber die Strecke ist schön einfach. Ja, das ist gut. Ja, es ist schön einfach, dass ich es einfach so nicht schwer mache, dass ich trotzdem irgendwas mitnehmen muss. Es geht gar nicht anders. Einfach so Pflicht. Komm nicht rum, danke. Naja, der andere, den ich umgedreht habe, bekommt jetzt sicher wieder so der 350Z-Typ. Das ist schon mal gut. Ja, war eh nicht der Hauptkonkurrent, das ist gut zu wissen. Gucken wir erstmal in der Punkteliste, wer es wieder überhaupt heißt. Hieß der 350er. Lässt sich schön fahren, die Strecke, das ist gut. Die lässt sich schön easy durchfahren, da kann man hier gar nicht großes falsch machen. Was wir unsichtbare Ecken mitnehmen, aber die gab es hier noch nicht so viele wie in Most Wanted. Da hat sich Blackpool einfach gedacht, wir adden mal ein paar. Ja, da fehlt noch eine unsichtbare Ecke, hauen wir noch mal rein. Und wer es gar nicht weiß, Blackbox ist ja erst Entwickler Money for Speed seit Underground 1. Die vorherigen Entwickler waren andere, ich weiß die Namen leider nicht, das war glaube ich Electronic Arts intern selber. Es war kein eigenes Studio direkt. Und, naja. Wer vielleicht diesen Test zu Need for Speed 1 bei Game 1 gesehen hat, der weiß die Meinung über Blackbox von Game 1. Ja, die war nicht allzu gut. Die haben Blackbox jetzt richtig schlecht dargestellt. Muss man noch sagen, die letzten Spiele hat Blackbox übelst verkloppt. Also, die waren Klopper, die gingen nicht mehr schlimmer. Und, naja. Aber die haben als Hauptspieler dann gesagt, Blackbox, die Need for Speed in den Dreck gezogen haben, welche Spiele werden gezeigt, muss man denn Underground? Und da muss ich wirklich sagen, das war falsch, weil die Spiele waren noch top. Die haben gespielt, die schon das Need for Speed schon nicht in den Dreck gezogen worden, eher wieder ein bisschen poliert und ein bisschen noch bekannter gemacht. Und ja, nach Most Wanted mit Carbon fand ich, ging es schon bergab. Da war dann schon die Luft raus bei Blackbox und naja, so man ist ein gutes Spiel. Aber naja, viele Fehler und das hat Blackbox leider bisher nicht gepatcht. Also zum Beispiel multiplayer-technisch ist das Spiel bisher echt ein grauenhaftes Game. Das muss ich leider sagen, die Gegner lecken bei mir rum, sie ploppen aus dem Boden raus, schubsen mich plötzlich aus dem Nichts weg. Das ist besonders geil, weil es nicht überhaupt nicht frustrierend ist. Nee, nee, weil es erst dann plötzlich ploppt ein Gegner dem auf und bupp weg. Hm, schön. Nicht, dass ich auch der soziale Fahrer bin, aber ich leck wenigstens nicht das dabei. Die Gegner, die ich schubse, die lecken nicht, weil das kann ich auch nicht treffen, wenn die nicht lecken. Ja.
4,72 Sekunden, das ist easy, aber ich denke, wir waren ein drittes Rennen, wette ich mit euch. Ihr habt 500 Euro gewettet, ich um gar nichts. Um noch ein Need for Speed Video, also wenn ich gewonnen habe, gibt es noch eins. Gibt's sowieso. Habe ich nicht gesagt, das habt ihr nicht gehört. Und ja, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, wenn ihr noch ein Rennen nachkommt, kriege ich 500 Euro von euch, ne? Das ist klar. So, darauf 50 heißt Patrick. Oh. Na gut, ihr kriegt noch ein Need for Speed Video, das ist auch in Ordnung. Gut. Shit. Naja, ich kann nicht gut wetten, habe ich das Gefühl. Und ich sollte das demnächst besser sein lassen. Oh, Rückleuchten. Drunter der Kastenbogen mit Rückleuchten in alle neuen Designs. Okay, gibt's neue. Okay, neuer Wagen. Fahren wir mal zum Autohändler, Alter. Hör auf zu lecken. Ist echt ekelhaft. Wir haben gerade echt nur 15 Frames. Das feigen Feige. Ich möchte jetzt zum Autohändler. Fahren wir jetzt aus zum Autohändler, dann ist gut, weil das kann ich euch gerade. Kann ich mir und euch nicht mehr antun. Das ist echt kein Scherz. Ich möchte kurz noch das Geld. Da können wir auch rechts rumfahren. Das ist egal. Oder mal kurz. Ne, linksrum geht ja auch gar nicht. Weil da kommen wir in das Industriegebiet und dann können wir noch gar nicht hin aktuell. Ja, ist mir egal. 2% aber heute geschafft. Mein Gott. Wir schaffen wirklich viel in einem ganzen Session. Ist ja atemberaubend, ey. Und da muss man gegen lang. Ich habe auch gelesen, das Spiel knapp 30 bis 50 Stunden Spielzeit hatte. So lange kam mir das Spiel gar nicht früher vor, aber. Naja, 30 bis 50 Stunden, das ist um einiges länger. Need for Speed muss man nicht mal 22 dran. So viel dazu, wisst ihr, wie viele Parts hier kommen werden. Das wird lustig. Wie war das nochmal? Ich wollte es vor Weihnachten fertig kriegen. Ich habe gerade nicht so richtig überlegt, glaube ich. Ne, das wird vor Weihnachten nix. Naja, wenn ich auf dem neuen PC auch weiterzocken werde, dann haben wir aber auf jeden Fall diese 15 Frames-Orgie nicht weiter. Weil da wird allein die Power des PCs, denke ich mal, ausgleichen. Hoffe ich mal. Warum soll ich da abbiegen? Ich kann nicht ganz hinten abbiegen. Nein, tu jetzt den Fall weg. Geradeaus. Danke. Nein, du biegst nicht ab. Na. Okay, gut. Lalala, wer macht das nicht täglich? So, setzt du durch die Innenstadt. Und dann auf die nächste Kurve zu, weil die werde ich eh nicht kriegen. Wir brauchen es jetzt mal ein bisschen ab. So, hier jetzt links rein. Palalalala. Und schön rum. Dann gucken wir doch mal, was denn der Autohändler noch für uns hat. Und sonst tun wir halt nächstes Mal noch Motor und Spiegel und Rückleuchten noch vielleicht noch andere rein, obwohl ich die ziemlich geil finde. Und andere Leonleuchten kommen noch dran. Ja, dann haben wir wieder alles drin, was geht. An der Karre, dann geht wieder mehr nicht. Dann müssen wir wieder warten. Betreten, ja. Dann gucken wir noch mal, was der nette Shop für uns hat. Töter Super, ja, der ist recht. Okay, der ist von Schlägen gar nicht mehr so schlecht, ne? Ja, der ist von der Höchstgeschwindigkeit. Übelst brutal. Schlägen ist aber schlechter. Aber Höchstgeschwindigkeit ist übelst brutal. Was wäre das, wenn ich ihn kaufen würde? Nein. Ne, gut, ne, lassen wir erstmal. Wir lassen den Super jetzt erstmal weg. Den wollen wir jetzt noch nicht haben. Vielleicht später mal gucken. Vielleicht hole ich mir den noch, weil der ist von der Höchstgeschwindigkeit doch ordentlich heiß. Von der Höchstgeschwindigkeit ist nicht direkt so wichtig, ne? Müssen wir mal gucken. Können wir mal ganz kurz, ich wollte auch gucken, wie doch mal alles steht. Warte mal. Ach, guck mal her, Höchstgeschwindigkeit Handling, der ist ja top. Oh. Noch topper. Ja. Wir wollten. Können wir mal unser Status. Sponsoren, da haben wir. Haben wir den schon abgeschlossen? Welchen haben wir jetzt gerade? OZ, wie sind wir jetzt, ne? Ja, drei Durchtrennen, ja. 5 UL-Rennen, wie viel haben wir? Weiß ich gar nicht. 3 Rennen aus Sponsorenwald und 19 weitere Rennen. Warte mal, ich gucke mal kurz, wie viele Rennen wir geschafft haben. Das interessiert mich jetzt kurz noch. 39 waren vorher, wir haben heute. Ach komm, naht. Heute will mein Laptop nicht. Oh, wir haben 5 Rennen geschafft, wir sind ja super. Alter. Naja. Da haben wir noch einiges vor uns, und ja, ich speichere jetzt und wir sind bei dir beim nächsten Mal Let's Play Need for Speed Underground 2. Wieder bitte 5, bis dann.